Also ich stehe jetzt hier vor dem Stadion vom Roten Baum, hier der zweite Nebenplatz, der größte. Und hier sind diese Holztribünen. Da müsste natürlich hier einmal mit dem Rasenmäher in der Mitte gefahren werden. Solange der Rasenmäher genau breit genug ist, müssen wir halt schauen. Normal glaube ich schon. Und dann müsste mit dem Elektro- oder mit dem Motorsense, mit diesem Perlon fahren, alles rausgepfiffen werden. Dann die Steine mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden, genauso die Sitze oben. Anschließend mit dem Extenderschleifer oben die Oberfläche geschliffen werden. Und dann eben das Holz mit der Imprägnierung. Die gibt es ja heute schon beim Baumarkt, was ich für 30 Euro 5 Liter. Das würde wahrscheinlich für das Ganze hier auslangen. Also 5 bis 10 Liter müssten lang, dann ist ja alles wieder super. Dann schaut das alles wieder super toll aus. Also, IT-Press, wohl an Pichel.